verdammte Sturm! Wo sind wir? Hey, so war das nicht gemeint. Du solltest auf dein Mundwerk aufpassen, wenn du mit mir auskommen willst. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Nicht jeder kann es sich leisten, erster Klasse zu reisen. Kannst aber froh sein, mit so einem netten Kerl wie mir im Wasser gelandet zu sein. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen. Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Den Zettel nehme ich mit. Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Das alte Ding schaut mich an. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Und schon hat die Schublade einen Griff. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Jetzt sind nur noch drei Zahlen übrig. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. Die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat.